Mein Name ist Corinna Rader. Ich bin Provenienzforscherin am Bauhausarchiv, Museum für Gestaltung in Berlin und möchte Sie heute mitnehmen und Ihnen den Fall Lionel Feininger Halle am Trödel vorstellen. Provenienzforschung beschäftigt sich mit der Herkunft und dem Werdegang von Kunstwerken und Kulturgütern und das am besten vom Atelier bis zum heutigen Besitzer. Wem gehört wann ein Kunstwerk und wo wird es aufbewahrt, gezeigt? Das sind die Themen, die für die Provenienzforschung besonders interessant sind. Bei diesem Gemälde ist ganz klar, wo sein Ursprung war. Es entstand im Turm der Moritzburg im Atelier von Lionel Feininger 1929 und ging dann als Auftragswerk in den Besitz der Stadt Halle und dem Museum in der Moritzburg über. Aber mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ist auch dieses Kunstwerk ganz stark mit den Prozessen der Aktion Entartete Kunst verbunden. Die Aktion Entartete Kunst verfolgte im Prinzip zwei Ziele. Einmal sollte die unerwünschte Kunst aus den Museen entfernt werden. Der andere Zweck war aber, Geld zu generieren. Die Nazis brauchten Devisen, sie brauchten harte Währung. Und deshalb war es der Plan, diese Kunst ins Ausland zu verkaufen. Wir reden hier von zehntausenden Werken. Und es ist natürlich so, wenn man diese Art von Kunst verkaufen will, muss man sich an die Leute wenden, die die Kunden haben, die diese auch kaufen können. Weil hätte man jetzt Nazis betraut, diese Kunst zu verkaufen, wäre das, glaube ich, sehr viel schlechter gelungen, weil die gar nicht die Kontakte gehabt hätten. Ferdinand Möller gehörte zu den vier Kunsthändlern, die damit betraut waren, die entartete Kunst für die Nazis zu verwerten. Aber das heißt mitnichten, dass er selber überzeugter Nazi gewesen wäre, ganz im Gegenteil sogar. Ferdinand Möller hatte ab 1920 eine Galerie in Berlin und dort vertrieb er vor allem die Künstler der entarteten Kunst und eben auch viele Bauhauskünstler, neben Kandinsky, Schlemmer, auch Klee und eben Feininger. Auf der Rückseite gibt es sehr viele Etiketten und eines davon springt jedem Provenienzforscher sofort ins Auge. Es ist ein relativ großes Etikett mit einer großen Nummer, in diesem Fall der 7362. Und die 7362 verweist auf das Inventar der entarteten Kunst, die sogenannte Harry-Fischer-Liste. Und wenn man hier unter Feininger schaut, sieht man, dass die Liste der Feininger-Objekte, die dort beschlagnahmt wurden, unendlich lang ist. Und darunter befindet sich eben auch Halle am Trödel. Der eine blinde Fleck, den es in der ganzen Untersuchung gibt, ist der Übergang von Ferdinand Möller zu Meta Nierndorf. Denn das ist völlig unklar. Ob er das als Kommissionsware weitergegeben hat und genau zu welchem Zeitpunkt das passiert ist, ist unklar. Aber es wahrscheinlich ist, dass er das wirklich nur sehr kurz gehabt hat und wir irgendwie von den Wintermonaten 1939 reden, in denen das Gemälde dann von Ferdinand Möller in die Galerie Nierndorf wechselte. Meta Nierndorf führte aber eine Buch- und Geschenkehandlung. Und als die Galerie ihres Mannes schließen musste, lagerten bei ihr im Geschäft die Kunstwerke der Bestand, der aus seiner Galerie noch vorhanden war. Es gibt immer wieder Berichte, auch von anderen Kunsthändlern, dass man bei Nierndorf eben auch noch nach 39 entartete Kunst kaufen konnte. Also ein schönes Beispiel dafür, wie auch die Politik der Nazis von den Kunsthändlern unterlaufen wurde. Denn es gab ja das Verbot, man darf es nicht innerhalb Deutschlands verkaufen, was aber ganz offensichtlich passiert ist. Das Münchner Ehepaar, was dieses Bild dann 1940 gekauft hat, war die Familie Hildebrandt. Ja, und 1979 hat die Familie dieses Bild dann wieder über die Galerie Nierndorf verkauft. Und es gibt von dem Peter Hahn eine Aktennotiz, direkt als das Werk quasi ins Haus kam, wo er nochmal ganz stark betont, dass das ein wahnsinniges, großes Glück war, dass er das erwerben konnte. Also das war wirklich eine große Ausnahme und eine maßlose Freude für das Haus und es ist bis heute. Peter Hahn ist ebenfalls der Sohn eines Sammlers, des Sammlers Willi Hahn. Und Sammler untereinander kennen sich ja und deshalb kannte der Museumsdirektor das Gemälde noch bei den Vorbesitzern.
Und er machte eine Aktennotiz und da steht drin, dass eben der die Vorbesitzer die Familie Hildebrand sind und dass Wilhelm Hildebrand sein Geld gemacht hätte mit der Hildebrand-Knorr-Bremse, einer ganz bestimmten Druckluftbremse, die für Züge genutzt wird. Meine Recherche zeigte mir aber ganz schnell, dass Wilhelm Hildebrand, der Erfinder der Hildebrand-Knorr-Bremse, 1943 schon gestorben war. Er konnte nach 1945 überhaupt nicht mit Willi Hahn und seiner Sammlerfamilie überhaupt Kontakt haben. Das geht gar nicht. Und da zeigt sich auch wieder ganz schön, dass man als Provenienzforscher eben nicht nur mit Literatur und Archiven und Datenbanken arbeitet, sondern dass es auch manchmal in ganz absurde Wege führt. Denn die Lösung für dieses Problem habe ich auf der Website bremsenbude.de gefunden. Und auf bremsenbude.de stand, dass diese Hildebrand-Knorr-Bremse also so eine unglaublich große, hervorragende Innovation war, dass ihr Schöpfer Wilhelm Hildebrand seinen Sohn nach sich selbst benannte. Und in dem Moment war dann klar, es gibt nicht nur den einen Wilhelm Hildebrand, sondern es ist eigentlich sein Sohn, den unser ehemaliger Museumsdirektor Peter Hahn kannte und bei dem er das Bild gesehen hat. Obwohl es nicht die Standardquellen eines Provenienzforschers sind, so brachte doch bremsenbude.de die Lösung.